Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wir sind gerade hier, ja, am Turm von Akersborg Südost. Und ja, es ist wieder Abend, deshalb ist wieder mehr los. Die Leute vom Clan sind auch wieder da. Ich muss relocken, mein Spiel, ich bin irgendwie übel. Oh. Da kommen ein paar. Aha. Oh ja, ich bin heute nicht getroffen. Ich mag diesen Spell einfach gar nicht. Das ist so ein OP-Spell für die Hexenmeister und Beschis, glaube ich, genau. Das ist Warmaster, Sultans Terror. Ja, das hat er mich nicht erwischt. Und, ja, der Jack Wolf ist wieder hier. Wisst ihr noch? Der Jack Wolf hat ja immer wieder Glück gehabt, zu mir zu gelangen und hat mich immer wieder getötet. Der hat irgendwie immer Glück, dass er nicht angegriffen wird. Aber das werden wir ihm schon heimzahlen, dann, wenn wir auch stark sind. Nein. Aber der Jack Wolf ist einfach diese Nervensäge, die man hat als Low-Leveler. Weil der natürlich schon Top-Equip hat. Denke ich mal. So. Es ist zurück. Ja, ich habe. Ja. Den Hexenmeister, die Hexenmeisterin weitergemacht. 1350, okay. Und deshalb jetzt auch nicht so viele Level bekommen. Aber die zeigen, wenn die auch so Level 49 ist, plus, minus, will ich dann zeigen. Ach, Baby-Yoda. Baby-Yoda. Was ist das? Ja, ich sehe immer wieder irgendwie komisch Baby-Yoda. Der Clan. Ich mag den Ding einfach nicht. Die Meme. Das ist das Problem. Du leidest immer mit, obwohl du Memes eigentlich gar nicht nachgehst, leidest du immer mit. Oder eben deshalb leidest du mit. Ja, da kommen sie zurück. Oh, da werden sie noch von Syrten gejagt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann das Tor ja nicht aufschießen. Ich mache zu wenig Schaden. Da kommt ja einer. Nein, komm. Nein, nicht du, Mann. Immer das Scheiß auswählen. Wenn man irgendwie automatisch auswählen könnte, wäre eigentlich tipptopp. Das Kack auf. Weißt du, die Leute sind immer drin. Die ganze Zeit sind sie in den Feinden drin. Ah, mein Vater immer am Nerven. Ständig tut er die Katze in mein Zimmer. Ja, also. Müssen wir halt ein bisschen abhauen. Jetzt schießt er wieder durch den Baum durch. Okay, diesmal nicht. Aber ja, wegen der Latenz ist das natürlich immer so, dass er durch den Baum durchschießen kann, weil wir daneben sind bei ihm. Mann, oh, es ist langweilig. Endlich. Sind sie denn hier oben? Ja, die fliehen runter. Ja, die fliehen runter. Ah, hier ist einer. Ist nur noch er übrig? Okay. Grenfusenpfeil. So, damit er geslowt wird. Weil die überleben einmal länger, deshalb lohnt es beiden Ritter eigentlich immer der Grenfusenpfeil. Grenfusenpfeil. Das ist ja eine andere. Ach komm. So, markiert. Das ist immer lustig, so wie Drohnen oder so markieren kurz die Gegner. Mit einem Flippernpfeil. Und dann bekommt man eine XP über. Ja, es ist nicht so erfolgsversprechend, weil die Igel sind zahlenmäßig mega überlegen momentan. Pfeif. Ey, Mann, diese Scheißbrücke. Oh Gott. Da sehen Sie die Schützen. Ja, es ist sehr erfolgsversprechend. Ich bin, glaube ich, noch nie gestorben. Ja, ich bin heute noch nie gestorben. Also ich habe jetzt noch nicht so viel Warzone gemacht, so ungefähr eine Stunde vorher begonnen mit Warzone. Es war nicht so viel los, also es waren immer zu viele Igen. Und deshalb, ja,
ist es natürlich jetzt nicht so talentiert, wenn man jetzt nicht stirbt. Aber ja, es geht langsam vorwärts. Ich merke einfach, wie gut ich bin, weil ich jetzt auch stärkeren Charakter habe. Ein bisschen ausgeglichen ist. Ich habe ja anfangs so Level 41 minus eigentlich die ganze Zeit immer wieder das Problem gehabt, dass ich dann angegriffen wurde und sofort gestorben bin. Und das ist jetzt nicht mehr. Und deshalb kann ich auch viel mehr die Skills zeigen. Und das freut mich irgendwie ein bisschen. Wenigstens nicht sinnlos in der Warzone herumzuschauen, sondern auch mitzumachen und zu helfen. Ach Mann, ich will nicht die Brücke angreifen. Ja genau, und ich werde wieder angegriffen von einem scheiß Hexenmeister. Mano, wieso kann man die nicht angreifen? Das ist so scheiße. Ich bin wieder ein bisschen am Nörgeln, aber ich sage jetzt einfach immer nur meine Meinung. Deshalb bin ich manchmal auch ein bisschen gehatet worden. Ich mache jetzt einfach weniger meine Meinung. Aber das Problem ist, du darfst deine Meinung nicht mehr sagen, diese erfolgsversprechenden Gesellschaft. Ja. Ich werde also immer sofort gehatet, wenn ich irgendwie etwas rede über Politik oder über andere Völker aus diesem Spiel. Man meint immer, ja, ich sei dann rassistisch gegen Syrtis oder so. Und deshalb werde ich dann gehatet. Und deshalb sage ich eigentlich viel über Igen oder Syrten. Die sollen halt so spielen, wie sie spielen. Ah, NPCs, die kann ich ein bisschen runter machen. Wo geht der hin? Ach Mann, Brücke. Tschüss. Nein, nicht blocken. Mann, jetzt hat er wieder diesen. Okay, ich habe ihn bekommen. Aber das ist so nervig. Mann, oh, die spielen immer so nervig. Oh no. Der ist AFK. Mann, ja, niemand hat ihn gesehen. Wie lange ist er ihm nun? Ah. Oh. Hä? Ist das ein Bug? Oh, jetzt. Ja, sicher, Mann, nicht One-Hit töten. Hä? Er hat sich ausgelockt, scheinbar. Oder ist ein Bug? Weiß das jemand, was das war? Da kommen sie, oh. Da kommen wieder zu viele. Ja, sie kommen alle zusammen. Es ist einfach. Ja, sie wollen natürlich übermächtig sein. Kann ich verstehen. Sie wollen übermächtig werden. Ich muss schauen, dass ich nichts Falsches sage, weil ich will ja eigentlich ja nicht irgendeinen Plagen oder Syrten. Aber das Problem ist halt eben, du darfst keine Meinung geben. Du darfst jetzt nicht sagen, ja, die irgendwann nur immer in Gruppen, in vergrößerten Gruppen sein als wir und so weiter. Ja, es ist einfach klar. Unfair. Man sollte doch fair spielen, aber in einem Spiel wie diesem kann man nicht fair spielen. Das geht nicht. Deshalb ist es okay. Ja, nicht so schlimm. Ey, geht nicht hier links durch, bitte. Ihr werdet in eine Falle tappen. Ja gut, da kommt noch ein anderer. Hä? Ah, das war der Käfer. Das war der Käfer. Ich dachte schon, ein Syrte wäre hier. Hm. Ja, und jetzt? Wieso gehen jetzt dorthin? Das macht keinen Sinn. Also ja, nur für die greedy Leute macht das Sinn. Okay, ich muss wieder ein bisschen hinten sein, weil die AOEs jetzt wieder hinfliegen. Deshalb wieder ein bisschen weiter hinten. Ja, jetzt geht nicht zurück. Jetzt habe ich den Buff eingeworfen. Ja, ich werde den Buff. Parabellschuss, ja, wer wird das schon merken? Aber, ja. So sind halt die deutschen Titel. Ich hätte ihn Parabelli, oder nein, Belly, nur Belly genannt, den Buff. Macht keinen Sinn. Aber immer öfters.
So, erstmal ein bisschen Reichweitenwaffen. Die Waffen. Irgendwas. Was ist das? Ein Debuff, wenn man langsamer wird? Ja, scheinbar schon. Nein, ich wurde angezündet. Ja, ich werde Beschi. Ich habe keinen Bock hier vorne zu hocken. Nein, es ist klar, ich sollte nicht so viel wechseln, also ich tue jetzt eigentlich, ja, nur den Hexenmeister noch leveln. Der Beschi lasse ich jetzt in Ruhe, noch ein bisschen low-levelig sein, wegen den Crafting-Materialien farmen. Und der Hexenmeister werde ich einfach nicht im Video hochleveln und der Jäger halt nur im Video. Oder ja, nebenbei noch ein bisschen. Weil, ja, ich will eigentlich den Hexenmeister jetzt in der Warzone einsetzen können. Und das muss ich bis Level 50 noch leveln. Das sind noch 11 Level, okay. Ja. Aber wir sind sehr standhaft, dass wir so wenig sind. Sind wir sehr standhaft. Die Gegner sind so zahlenmäßig überlegen. Dass es eigentlich schon ein fast ein Wunder ist. Ich sehe ja manchmal die Schrift irgendwie nicht, obwohl sie vor mir ist. Weil das so zappelt. Das ist nicht so den Überblick. Weil ich konzentriere mich natürlich auch auf die anderen Spiele und so weiter. Ja, das Spiel macht extremst multitasking-fähig. Es ist einfach geil. Oh, das ist nicht so. Sultas-Terror. Aber wer ist Sultar? Das ist ja nicht Sultan. Ich bekomme auch viel Schaden. Und ja, wenig Schaden. 5, 5, 5, 5. Und 75. Ah. Hier hast du noch eine Markierung. Dann bin ich mal wieder weg. Ein bisschen weiter weg. Ich bin ja nur der Kameramann. Ich mache nichts. Wieso rede ich wie Hitler? Ja, weil es eine Meme ist. Ich hasse Memes. Ich mag Memes nicht. Schon wieder ein Ritter. Immer nur die Ritter sind vorne. Hey, nicht so weg. Ihr werdet mein Leben riskieren müssen. Nicht so abhauen, bitte. Kleinen Fläschchen. Es sind immer Spieler da, die extrem schnell abhauen, weil sie einfach keine... Ja. Aber es sind meistens die Spanier, also die Argentinier, die spielen zum Beispiel morgen, spielen die mega schlecht. Da willst du mit ihnen ein bisschen mitgehen und stirbst immer sofort, weil die so schlecht spielen. Ich weiß nicht... Keine Ahnung, sie spielen wahrscheinlich zu wenig, oft. Und dann sind sie immer nie drin. Oh, und feeden die ganze Zeit und dann haben sie wieder keine Lust, hauen wieder ab für ein paar Wochen oder so. Kommen wieder und feeden wieder mega. Das ist ein Teufelskreis, wo man einfach nicht mit kann. Tut mir leid, aber ja, so sind halt einfach die Argentinier. Deshalb bin ich jetzt lieber am Abend mit den Deutschen unterwegs, die können wenigstens spielen. Aber Argentinier, die, ja... Die sind halt einfach unterstützend zum Entwickler, aber können nicht spielen, weil sie einfach ja denken, ja falsch denken, also falsch taktisch spielen, zu feedy spielen, also die Gegner feeden. Ja, und ich habe übrigens überlegt, nochmals ein bisschen mit Leech of Legends einzusteigen als zweites MMO, also drittes MMO, stimmt. Aber ja, es würde mich wahrscheinlich zu sehr nerven wegen dem Asperger-Syndrom. Und deshalb kann ich das wahrscheinlich nicht so zeigen. Aber falls ihr Lust habt, ein paar Runden oder so zu sehen, dann könnt ihr das gerne sagen. Was gibt's sonst noch? Ja, im World of Warcraft noch Classic möchte ich eventuell mal noch
spielen wieder. Und ja, Final Fantasy 14 eventuell dann noch. Aber erst wenn ich das Abo wirklich auch kann. Instant halten. Gottchen. Was ist denn das für ein Angriff gewesen? Opfer der Natur. Hä? Was ist Opfer der Natur? Haddon's Key kenne ich gar nicht. Ja, jetzt haben wir verloren, hä? Okay. Dann, schauen wir mal auf die Aufnahme da. 15 Minuten. Ja, können noch natürlich noch ein bisschen weiter spielen, aber sieht nicht so erfolgsversprechend momentan aus. Ja, es sind zu viele hier. Ich kann jetzt sonst noch ein bisschen Hexenmeister zeigen, aber das werde ich jetzt eher nicht machen. Immer diese blöden Meteoriten. Jack Wolf will natürlich wieder ein bisschen da sein. Ein bisschen Grüezi sagen. Der ist so suchthaft. So, ich habe sie markiert und deshalb, ja. Deshalb bekomme ich vielleicht noch ein bisschen EXP, aber... Hey Leute, wenn ihr merkt, dass ihr keine Chance habt, geht doch früher, damit ich auch merke, dass ich wieder zurück muss, wenn ich dann kurz markieren möchte. Das sehe ich nämlich nicht im Kampf. Aber komm, Leute. Dann sterbe ich halt. Ich sterbe sowieso immer zu schnell, klar. Mit meinem weißen Equip ist das natürlich nicht gut. Ja, gelb und so. Ist hier jemand? Es regnet, es regnet. Es kommt der halbe Wind. Ach man, Regen nervt. Ah, das Spiel ist schon ein bisschen, ja, momentan ein bisschen nervig, weil wir immer unterlegen sind. Wir sind jetzt momentan wirklich mit Abstand das unterlegenste Volk von der Spielanzahl. Wieso sind so wenig online bei Alcius immer? Das ist wirklich Depri-Stimmung bei vielen. Das Medipack. Hey, gib mal Medipack. Ja. Ich hätte wahrscheinlich einfach liegen bleiben sollen, aber das habe ich ja nicht gern, wenn die Gegner dort drauf sind und so. Lieber nochmal hinlaufen und dafür einfach auch noch wiederbelebt, also ja, wiederbelebt sein. Es kommen sehr wenige Eisen nach, also ich würde jetzt eigentlich denken, ja, die machen jetzt sozusagen sofort wieder Action, aber die meisten hören dann auf, also wenn sie sterben. Wenn sie überlegen, sterben oder so, dann sind sie so deprimiert, dass sie einfach den Kampf quitten. Ach danke, macht doch nicht immer so viel Schaden. Also die Krieger, also die Barbaren und Hexenmeister müssen wenige Schaden machen, das geht nicht. Ich bekomme nie XP. Ja gut, das nächste Mal wieder. Hä? Mit wem kämpfen die da vorne? Ist das ein Halse? Nein, ist die Jutta gewesen, okay. Lol. Abgriffen, abgriffen. Ja, 100.000 Goldmünzen. Nein! Wir werden alle sterben. Wir haben den Weihnachtsbaum einfach... Wieso setzt man einen Weihnachtsbaum auf die Brücke, wenn der Gegner kommt? Also blöde geht's nicht mehr, ey. Herzlichen Glückwunsch zum Talent des Jahres. Das Jahr war noch nicht alt, aber das war wirklich das Talent des Jahres. Ja, wollen wir machen worden? Gucken wir ein bisschen herum. Das Ding, Gamarie, okay.
In der Schweiz heißt eine Bundesrätin, also Bundes, wie sagt man den Beruf? Ja, einfach einer der sieben Demokraten. Kalmi Ray, und der heißt Gamma Ray, deshalb sage ich zu dem immer Kalmi Ray. Das ist eine Frau, eine Französin, also aus der französischen Schweiz. Ich weiß nicht, von wo sie ist. Die immer so hässliche Frisuren trägt. Einfach so richtig hexenartig ihre Frisuren trägt. Sie will sagen, hallo liebe Welt, ich bin die Hexe Nummer 1 der Schweiz. Yeah. Sind einfach zu viele Ecken. Kann man nichts machen. Jo. Dann gehen wir mal rüber. Jo. Weil ich ja jetzt Kirasami eigentlich eher kämpfen lasse, also ja auch. TTO Hashtag, okay. Was heißt TTO? Nein, weiste. Mann, diese Ironie mag ich einfach nicht. Die Schweizer haben bessere Ironie. Oh, die ist ganz weg. Ich war heute Morgen noch am Bind, weil ich schauen wollte, ob irgendwas los ist. Und dann bin ich wieder zurück zum Strand. Ist ja klar, dass ich ein bisschen laufen muss. Wie heißt sie? Mescalin. Ich glaube Whisper. Mess. Kaling. Ich weiß es nicht. Na, also andersherum. Das Y und das I. Ich weiß es nicht. Ich kann mir Namen einfach nicht merken. Also so kurzfristig Namen merken kann ich nicht. Langfristig kann ich mir Namen merken, aber da muss ich schon ein bisschen öfters mit dem Namen zu tun gehabt haben. Und ja, ich hab's eigentlich, aber dann kann trotzdem den Namen kann ich irgendwie nicht so, ja, oder den Namen kann ich irgendwie nicht so merken. Akylin, ah ja, genau, Akylin. Nice. Kühling. Ach Gott. Ich weiß es nicht. Ah, mit E. Nein. Hä? Karin? Ey, ich geh nochmal rüber und schau nach, wie sie heißt. Kann doch nicht sein, dass ich das nicht weiß. Vielleicht, weil ich es zu gut weiß, weiß ich es nicht mehr. Ich habe ja schon extrem lange Kontakt mit ihr. Also, wo ich noch bei Braces war, habe ich immer Kontakt gehabt und danach hat sie mich ja relativ schnell auch angenommen, weil sie mich kennt. Aber der Name, der entschwindet mir leider täglich. Habe immer so das Gefühl, ja, ich muss sie nur, also ich muss ihren Namen nicht wissen oder so im Kopf. Weil sie einfach für mich die Mess ist.
Und der Nachname halt einfach so, ja, für mich halt einfach schwer zu merken ist. Zum Beispiel deutsche Namen, also Eichenherz, wie der eine heißt, kann ich mir mega gut merken, aber ausländische Namen, ich weiß nicht, was Mescaling für ein, ja, eine Sprache hat, aber sicher so elfisch oder so etwas. Es tönt irgendwie so nach Dunkelelfen. Sorry, aber ich weiß nicht, es tönt irgendwie so. Oder vielleicht die Alsenelfen, die es nicht ins Spiel geschafft haben. Das kann es sein. So, ja. Geht leider noch einige Zeit bis zum Wind, aber. Ja, ich muss ja das nicht unbedingt zeigen, das ist ja dann nur warten. Deshalb mache ich mal. Na komm, machen wir noch ein paar Minuten. Sammeln wir doch endlich ein. Ich kann ja noch ein bisschen über die Skillung reden, also ich tue eigentlich immer die Gegner angreifen mit Blitz oder mit stacheliges Efeu und habe immer einen Buff an. Und dann greife ich die Gegner eigentlich so an, dass die Gegner, wenn sie bei mir sind, also die Monster, wenn sie bei mir sind, keinen Schaden machen durch Schutzschild. Und so kann ich eigentlich den Gegner, also ganz viele Gegner hintereinander, ohne live zu regen, killen. Und so levelt sie auch schneller. Also sie levelt momentan immer nur bei Monstern. Aber, auch mit Reichsquest, also je nachdem, was ich Lust habe. Also zwischendurch mal wieder eine Reichsquest-Aufgabe, dann wieder Monster killen. Und immer halt, ja, den Loot verkaufen, damit ihr mehr farmen, also droppen könnt. Und ja, sonst ist eigentlich nicht schlimm. Also, beim Jäger werde ich den einen Ring des Blitzes noch rüber tauschen. Hier Aufschlitzbonus bringt es ja nicht so viel. Ja, Aufschlitzschadensbonus. Ich weiß nicht, es ist ja ein Bonus, also es unterstützt eigentlich den Aufschlitzschaden von der Waffe, aber der ist der Blitzschaden, also deshalb sollte man eigentlich auf Blitz gehen. Aber Blitzringe gibt es ja nicht, also Ring des Blitzes eben. Der hat 9 bis 11, oder 11, ja, 9 und 11, also 10 nicht. Gut. So, dann sind wir gleich im Wind. Und ja, dann ist sie auch im Klar. Genau, ich suche sie auf der Wurst und versuche lebendig zu ihr zu gelangen. Oh Gott, das wird noch ein Glücksspiel. Ja, ich denke, die werde auch bald AFK gehen und mich dann einladen. Weil ich muss jetzt AFK und essen. Hallo? Niemand hier? Bis jetzt noch niemanden getroffen? Außer an der Mauer. Ja, das Spiel hat manchmal ein bisschen zu wenig Spiele. Aber manchmal auch zu viele Spiele. Ja, es ist nicht hier. Okay, dann. Blade of Train. Manche sind extrem süchtig, habe ich so das Gefühl. Die sehe ich einfach immer. Diese Capco. Zum Beispiel. Die spielen einfach nur 24 Stunden. Hoi, hoi. So. Bis nächsten Part. Tschüss.